Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht weiter in unserem Mars-Projekt im LS22. Wir sind ja gerade in den nervigen Wintermonaten, in denen wir nicht so richtig wissen, wohin mit uns eigentlich. Also wir haben schon in dem letzten Video haben wir schon diese ganzen Sachen gemacht, auf die man nicht so Bock hat. Flügen und ja, sonst was haben wir gemacht? Gewächshäuser aufgefüllt, ein paar Bäume gepflanzt. Irgendwie nur so nervige Arbeiten, die aber erledigt werden müssen. Jetzt habe ich aber unter dem letzten Video einen richtig guten Tipp bekommen in den Kommentaren. Und das werden wir heute auf jeden Fall mal umsetzen. Mir hat nämlich jemand geschrieben, warum ich mir keinen Flug kaufe, damit mein Helfer die Felder pflügen kann. Ich habe ja nur einen Tiefenlockerer. Ich kaufe halt immer Tiefenlockerer, weil ich finde Flüge total nervig und doof und deswegen besitze ich halt den Tiefenlockerer. Allerdings kann der Helfer den Tiefenlockerer nicht benutzen, weil er sozusagen nur erkennt, muss gepflügt werden und Tiefenlockerer ist für ihn nicht das richtige Gerät und deswegen, naja, kann er das nicht machen. Wir haben ja jetzt beim letzten Mal einen ziemlich großen Geldsegen gehabt hier mit unserer Silage. Das heißt also, wir haben gerade über 260.000 auf dem Konto und eigentlich nichts, was wir uns jetzt akut kaufen müssen. Und von daher finde ich die Idee mit dem Flug eigentlich richtig super, weil dann könnten wir haben ja hier jetzt noch, man sieht es ja gerade hier schon vor uns, wir haben ja noch 4 Felder, die gepflügt werden wollen. Diese 4. Und dann setzen wir da heute einfach einen Helfer drauf an. Ich kann in der Zwischenzeit meine Bäumchen fällen. Und da gucken wir mal, wie weiter kommt. Ich finde das ein grandioser Plan. Also wirklich, das finde ich super. Deswegen gucken wir mal, was wir nehmen würden für einen Flug. Ich habe... Moment, wo bin ich denn? Hier will ich hin. Ich habe, glaube ich... Naja, gefühlt ist das erst mein zweiter oder dritter Flug, den ich im ganzen LS kaufe, weil ich Flüge immer komplett aus dem Weg gehe. Ich finde immer ganz furchtbar. Deswegen überlege ich halt jetzt, was macht Sinn. Also ich glaube, ich werde den Flug... Also ich weiß gar nicht, ob ich den behalten werde. Naja gut, obwohl irgendwann müssen die Felder ja wieder gepflügt werden. Ja, ich bin mir noch unsicher. Was nehme ich denn für einen? Vielleicht so einen? 3,5 Meter Arbeitsbreite? Ich meine, eigentlich ist mir das egal, wenn es ein Helfer macht, ne? Aber ich glaube, jetzt hier irgendwie 60.000 aufzugeben für so einen großen Flug, das wäre irgendwie ein bisschen verschenkt, ne? Aber wie fährt der? 2,5. Na komm, wir nehmen den hier, würde ich einfach mal sagen. Für 23.500. Was haben wir hier noch für Designoptionen? Paco-Mat. Der Paco-Mat macht irgendwie, dass die Bodentextur dann anders aussieht, ne? Aber finde ich eigentlich gar nicht so schön. Deswegen kaufen wir jetzt diesen wunderbaren Flug. 220 PS braucht der. Hat nur unser großer JCB 200, weil der hat 348. Wie viel hat der? 235. Ich habe gerade gesagt 220, ne? Das heißt also, wir können auch mit dem kleinen JCB das entspannt machen. Der hat sogar auch 200. Ach, wir können es auch mit dem Massey Ferguson machen. Guckt mal, das ist ja hervorragend. Dann, dich will ich. Ich habe jetzt immer noch Kalk drin gehabt. Aber ich würde einfach mal sagen, den Kalkstreuer klappen wir erstmal zusammen. Wo bin ich denn hier eigentlich gerade? Ich bin hier unten, wo wir fertig gekalkt hatten. Ich glaube, wir bringen den Kalkstreuer mal... Lass mich kurz nach. Ich habe jetzt erst überlegt, wir bringen ihn dahin, wo wir ihn das nächste... Also zur Kalkstation hinten. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Einfall. Ist jetzt natürlich ein ganz schön weiter Weg über die ganze Welt. Vor allem, weil wir dann noch wieder zurückfahren müssen, ne? Naja. Irgendwann werde ich mir selber das hoffentlich danken. Mir hat übrigens auch jemand in die Kommentare geschrieben, weil ihr seid immer alle schon viel weiter als ich in diesem Projekt. Ihr hasselt da komplett rein und ich hänge so hinterher. Aber so kann ich auch gut von euch profitieren. Weil ihr habt mir nämlich erzählt, dass voll viele Sachen auf der Karte hier überhaupt keine Kollision haben. Weil die einfach nur optisch sind. Deswegen, ich weiß gar nicht, von diesen ganzen Gebäuden hier... Wir fahren jetzt mal gegen so einen Pfeiler, ob wir dagegen knallen. Okay. Ja, okay. So viel dazu. Hat Kollision. Schade. Ich muss noch herausfinden, was keine Kollision hat. Also ich weiß, die Steine... Warte mal, hat das die Kollision? Das hat auch Kollision. Okay, vielleicht habe ich den Kommentar falsch verstanden. Also ich weiß, die Steine haben keine Kollision. Das ist mir schon aufgefallen, dass man hier durch die Steine durchfahren kann. Hier. Da kann man einfach so durchfahren. Das habe ich tatsächlich mal bewusst gemacht, dass ich da eher so ein bisschen drumherum gefahren bin. Weil ich finde, das fühlt sich irgendwie besser an, wenn man auch Steine nicht einfach so raufknallt. Und dann... Entschuldigung, meine Cola kommt hier, oder? Groß.
Meine Cola kommt hier gerade wieder, ne? So ein bisschen. Naja, sorry dafür. Okay, wir stellen also jetzt unseren Kalkstreuer mal hier ab. Ich könnte ihn eigentlich auch schon wieder vor... Warte mal, ist das ein... Haben wir immer den? Ja, wir haben immer nur den gehabt, ne? Für wegen Kalk und Dünger. Wir haben immer getauscht, so war das doch, oder? Oh Gott, ich habe schon wieder alles vergessen. Wir kaufen uns, glaube ich, dann einfach nochmal einen Düngestreuer. Dass wir nicht immer wechseln müssen, sondern dass wir den hier als Kalkstreuer behalten können. So. Machen wir das hier nämlich schon mal wieder voll. Und dann haben wir einen vollen Kalkstreuer hinten stehen. Oh, warte mal. Ist das da vorne nicht Kalk? Hier vorne, die Big Back Dingsies Bumsies hier, ist das nicht auch Kalk? Es ist Dünger. Ja gut, schade, dann halt nicht. Okay, dann stelle ich den jetzt aber, ist egal, jetzt haben wir halt hier 82% drin. Man kann ja auch nicht ewig mit sowas hier aufhalten. Also wir lassen den jetzt einfach hier so stehen, bam. Und machen uns mal wieder auf den Weg zurück zum Shop. Hier steht auch unser Grubber. Gott, wir haben einfach überall unsere ganzen Geräte umstehen. Normalerweise bin ich wirklich so jemand, der darauf achtet, so auf meinen Spielständen, dass ich, also ne, dass ich halt die Sachen auch immer wieder in die Unterstelle stelle, aber auf dem Spielstand ist irgendwie alles ein bisschen anders. Aber ist auch nicht so dramatisch. Es hatten mir auch einige von euch geschrieben, ich kann ja auch die Wintermonate, beziehungsweise allgemein die Monate, in denen ich nicht so viel zu tun habe, auch dafür nutzen, um noch so ein paar Bäume zu fällen hier drüben aus dem Wald. Das könnte ich natürlich machen. Ich muss aber sagen, ich habe nicht so Bock auf das Abtransportieren. Ich bin jetzt schon immer hin und her überlegen. Ich habe ja durch mein anderes LS-Projekt, durch mein Zero-Trio-Projekt, habe ich diese Seilwinde kennengelernt. Und die ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Also ich muss sagen, ich habe mich echt ein bisschen in diese Seilwinde verliebt. Und es würde ja, soweit ich weiß, nichts dagegen sprechen, eigentlich das DLC zu aktivieren, dass wir uns vielleicht die Seilwinde holen könnten. Weil dann könnten wir tatsächlich so ein paar ruhigen Momenten einfach da noch ein paar Bäume wegfällen. Wäre vielleicht zum Beispiel für heute eigentlich eine richtig gute Sache, wenn unser Helfer da am Pflügen ist und er hat halt irgendwie noch zwei Felder oder so vor sich und ich bin immer fertig mit Bäume pflanzen und habe halt nichts anderes zu tun im Januar. Dann könnte ich halt eigentlich richtig gut das nutzen, um... Oh, was steht hier? Oh, ist das Kalk? Wartet mal, was ist das? Mineraldünger. Okay, nevermind. Überall steht hier Dünger rum. Es ist auch nur Dünger. Los, fahr los. Na gut, muss ich mir auf jeden Fall merken, dass ich ganz schön viel Dünger noch überall rumstehen habe. Was habe ich gerade vergessen zu sagen? Ich war gerade mitten im Satz und habe wieder aufgehört zu sprechen. Shit. Naja, auf jeden Fall könnte ich noch ein paar Bäume fällen, wenn ich das DLC aktivieren würde. Müssen wir mal gucken, ob wir das zukünftig machen oder nicht. Da schauen wir einfach mal. So, wir hatten hier... Toll, ich hätte auch einfach echt einen von den JCBs nehmen können, die ja so genau daneben stehen. Hier war Kalk. Da ist Kalk. Hä, ja, steht einfach über auf der gesamten Map noch irgendwelche Big Bags rum. Ich muss die mal sammeln. Warte mal, ist das die richtige Seite? Nee, ich muss an die andere Seite, ne? Ah. Hoppala. Ja, ich sag ja, ich habe noch nie einen Flug gekauft. Keine Ahnung von diesen Geräten. Ich hoffe nur, das funktioniert... Ah, ja. Gott, ich dachte schon. Ich hoffe nur, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, dass ich mit dem Flug, dass das jetzt der Helfer machen kann. Aber mich würde es wundern, wenn nicht, ne? Deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ich finde, mit Flügen ist immer voll nervig, wenn man die wenden muss und so. Ihr könnt ja voll gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Wenn ihr, also erstens, flügt ihr überhaupt oder habt ihr das deaktiviert? Das kann man jetzt tatsächlich auch deaktivieren im LS. Und wenn ihr das macht, macht ihr das wirklich mit dem Flug? Oder macht ihr das auch mit einem tiefen Lockerer oder mit irgendwie so einem anderen Gerät? Oh. Oh. We have some Gewichtprobleme. Ich bin gerade ein bisschen abgehoben hier, ne? Guckt mal. Hoppala, das sieht nicht so gut aus. Habe ich ein Gewicht eigentlich? Mist. Ich habe gar kein Gewicht. Okay, nee, warte mal. Das ist mir ein bisschen zu... Guckt mal, ich hebe einfach komplett ab vorne. Wie geil das einfach aussieht. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ich so komisch fahre. Okay, das habe ich natürlich nicht bedacht. Dann hole ich mir kurz nochmal ein Gewicht hier vorne. Das können wir uns... Habe ich meine Gewichte nicht irgendwie alle mal verkauft oder so? Ich meine mich zu erinnern, dass ich einfach mal alle verkauft habe. Die Reifen sehen auch hinten, als wenn die so richtig platt gedrückt wären, weil da so viel Gewicht drauf ist.
Na gut, so Moment. Ich habe das mit den Gewichten ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz gecheckt, woran man das ausmacht, wie was man für Gewichte braucht. Weil ich benutze doch nie Gewichte im LS. Warte mal, kann ich meinen Traktor? Moment. Mittelgroßer Traktor MF 7719S. Mittelgroßer Traktor MF. Welcher ist denn das dann? 77, der müsste das sein, ne? Einfach mit einem größeren Traktor, mit einem größeren Motor. Kombinationen hat er nicht. Danke für nichts. Okay, der Plan geht so also nicht auf. Das heißt, wir müssen einfach so ein Gewicht kaufen. Ich weiß aber nicht, wie schwer man das Gewicht nimmt. Ich bin damit immer richtig überfordert. Und hier kann man auch keine Kombination. Wie viel nehme ich jetzt? Eine Tonne? Wie schwer ist denn mein Pflug hinten? 3,1 Tonnen ist der. Dann sollte ich ja eigentlich was nehmen, was das gut ausgleicht, so, oder? Sollte ich dann nicht eigentlich auch ein Gewicht nehmen, was ein ähnliches Gewicht hat? Warte mal, was haben wir denn hier? So 1,5? 2,3. 2,3 Tonnen? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann einfach gar nicht mehr vorankomme. Klar ist, naja, das passt nicht so gut. Ich glaube, ich nehme das hier. In Pink. Sieht zwar total beschissen aus an einem roten Traktor, aber ist egal. Ich probiere das jetzt einfach mal. Das ist jetzt nicht so teuer. Wir testen mal kurz, ob das funktioniert und ob ich mich dann immer noch fortbewegen kann. Ich habe wirklich mit Gewichten so gar keine Erfahrung. Bin ich komplett raus. So. Okay, wir scheinen gut voranzukommen. Und ich glaube, jetzt ist das hier alles ein bisschen ausgeglichener. Das fühlt sich jetzt nicht mehr so schwammelig an, wenn wir rumfahren. Sehr gut, ein richtiger LS-Profi hier. Also, habe ich meinen Satz vorhin zu Ende gesprochen? Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber einen Pflug benutzt oder einen Tiefenlockerer, um eure Felder zu pflügen, wenn ihr es macht. Würde mich mal interessieren, weil ich finde, also es gibt bestimmt total viele Leute, die das so realistisch empfinden, wenn man halt da mit dem Pflug das macht. Aber ich finde Pflüge echt total nervig und unpraktisch und doof. Warte mal, die sind doch schon getiefenlockert. Warum fahre ich denn überhaupt hierher? Och, warum bin ich denn so verwirrt, Mensch? Ich muss doch hier vorne zu dem. Ich habe die doch extra erst gekalkt, damit ich sehe, welche noch Tiefen lockern muss. Aber nun gut. Wenn so eine ganze Woche vergeht, vergisst man auch immer ganz schön viel. Also setzen wir jetzt hier unser Helferchen drauf. So. Zack, mal gucken. Es funktioniert. Oh, aber da bleibt was übrig. Nee, stopp. Let's go. Yippie, okay. Ja, dann wird hier jetzt fleißig. Fehlt da eine Reihe am Rand oder ist das sauber? Da vorne wird das Dings halt ein bisschen, geht es ein bisschen nach links versetzt, ne? Muss mal ganz kurz abwarten hier, ob wir da gleich eine Kante stehen haben. Ich glaube ja, ich glaube, ich muss sie nochmal ein bisschen umsetzen nach links, ne? Moment. Kleiner Helfer, warte bitte. So, das muss ja hier alles seine Richtigkeit haben. Okay. So passt das jetzt auf jeden Fall. Gut, dann lassen wir den jetzt hier mal schön pflügen. Das ist wunderbar. Das geht dann jetzt hier voran. Und wir schmeißen uns erstmal in den JCB. Wir haben übrigens beim letzten Mal auch welche geschrieben, warum habe ich nicht einfach die Baumpflanzmaschine oben stehen lassen? Was soll ich sagen? Ich habe es einfach vergessen. Das war noch so im Flow drin, dass ich immer wieder runtergefahren bin mit der Baumpflanzmaschine. Deswegen habe ich es völlig vergessen. War natürlich ein bisschen blöd von mir, aber was soll's. So, Baumsetzlinge. Wir nehmen wieder 5 random Setzlinge. 4 und 5. Die bringen wir dann jetzt einmal hier mit dem Autoloader wieder nach oben. Was habe ich hier eingestellt? Rundballen, das wollen wir ja nicht. Zack, Europaletten. Und dann nehmen wir die hier einmal mit. Bringen die nach oben. Und fahren dann hinterher mit der Baumpflanzmaschine. So, jetzt gucke ich wieder einmal. Wie viele habe ich eigentlich? Habe ich jetzt 400 mittlerweile gepflanzt? 400 gepflanzte Bäume. Das heißt also, mit den heutigen Bäumen, die wir pflanzen,
sind wir dann bei der Halbzeit angekommen. Baumhalbzeit. Dann haben wir die Hälfte der geforderten Bäume fertig. Und wir haben es geschafft, sie zu platzieren. Und ja, eigentlich noch Spanngurte dran machen, ja, aber besser ist das. So, ich fahre jetzt nach oben. Ja, dann ist halt tatsächlich noch die Frage, wenn ich jetzt gleich fertig bin mit dem Bäumepflanzen, was mache ich dann eigentlich? Ich habe halt nichts auf den Feldern zu tun. Und wir hatten ja auch beschlossen, oder wir hatten gemerkt, dass wir, ich glaube sogar auch im Februar noch nichts Sinnvolles machen können, sondern erst im März wieder die Zeit mit der Feldarbeit losgeht. Tja, wir könnten so ein bisschen nochmal über Tiere nachdenken, aber über Hühner brauchen wir nicht nachdenken, dafür haben wir noch kein Futter. Über Schweine brauchen wir sowieso nicht nachdenken, aber kein Futter. Wir haben immer noch den Plan, mit den Schweinen die erst ganz am Ende zu kaufen und die mit dem gekauften Futter zu ernähren, weil ich sehe mich wirklich null bei Zuckerrüben und Kartoffeln und dem ganzen Zeug, was man da für Schweine braucht. Ja, es würden Kühe bleiben. Kühe könnten wir theoretisch mal... Oh, guck die schönen Bäume. Waren die beim letzten Mal auch schon da? Habe ich die einfach übersehen? Hier hinten waren doch welche, ne? Ach, ist das schön, dass die Bäume jetzt endlich mal hier auch wachsen. Toll. So, ich fahre, glaube ich, wieder, so ein bisschen auf die andere Seite. Damit wir das alles ein bisschen gut verteilt kriegen. Was habe ich gerade gesagt? Genau, Kühe wären die einzigen Tiere, die eigentlich zeitlich, also die wir gerade irgendwie noch nehmen könnten, weil wir, für die halt Gras haben. Dann müssten wir halt dann anfangen, auch Gras zu wenden für Heu und eben auch Silage zu machen und so. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Ich weiß halt auf der einen Seite nicht, ob wir uns diese Mehrarbeit... Soll ich hier eigentlich mal Bäume pflanzen? Hier ist doch eigentlich schon ganz nett, oder? Ich lasse, glaube ich, mal hier stehen. Hier ist eigentlich ganz gut. So, und mit dem fahren wir jetzt hoch. Hat er die hinten dran? Oh, nee. Oh, wenn ich jetzt hochgefahren wäre und ich hätte meine Baumpflanzmaschine vergessen, das wäre ja ungünstig gewesen. Ja, also natürlich haben wir, wenn wir uns jetzt Kühe holen, haben wir einen Mehraufwand, indem wir halt, wir müssen Silage aufheben, die wir nicht verkaufen können. Wir müssen unser Gras teilweise wenden und Heuballen daraus machen und so. Also wir haben halt einen gewissen Mehraufwand durch die Kühe. Und na klar, bringt es uns potenziell dann halt mehr Geld, ne? Weil wir hatten dann Milch, wir können da ein bisschen was, können wir Butter und Käse und sowas draus machen. Das ist schon nicht verkehrt, aber natürlich ist es ein Mehraufwand. Ich persönlich würde jetzt aber auch wieder denken, es ist in der Hinsicht eigentlich ein schöner Mehraufwand, weil es für uns auch automatisch mehr Abwechslung bedeutet, ne? Wir haben halt dann nicht nur die stupide Feldarbeit plus halt die Schafe, sondern es ist halt dann sehr abwechslungsreich, was wir alles machen können. Deswegen finde ich eigentlich den Plan, Kühe doch schon relativ früh zu machen, ganz nett. Wir können Kühe heute nicht machen, weil wir müssen darauf warten, bis unser Grasfeld das nächste Mal erntereif ist. Weil ich habe halt jetzt aktuell, ich habe gar keine Silage, weil wir die alle verkauft, alles verkauft haben. Ich habe kein Heu, was ich machen kann. So, ich habe nichts. Aber einfach gar nichts. Ich habe nicht mal Gras, womit ich meine Schafe ernähren kann. Obwohl wir hätten, meine Kühe mache ich natürlich. Wir hätten noch den vollen Anhänger einmal dastehen, ne? Aber den hatten wir da ja auch bewusst stehen gelassen. Sprich also, ich glaube, Kühe ist eigentlich ganz nett, einfach so, damit wir ein bisschen was anderes noch zu tun haben. Das machen wir dann, würde ich sagen, einfach sobald das Gras nächste Mal erntereif ist. Wir müssen da mal gucken. Ich glaube, das ist im März oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ich glaube, irgendwann da sollte das der Fall sein, dass das dann erntereif ist. So, dann erstmal zack, kommt das runter. Ich fahre jetzt, glaube ich, schon mal mit dem Anhänger kurz wieder rund, oder? Ja. Ja, ich lasse den jetzt einfach mal hier vorne stehen. Oder pflanze ich bis hier? Na, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich es überpflanzen würde. Ich fahre den kurz wieder runter. Mensch, ich muss ja eh nach unten. Was soll's also? Wir fahren den kurz einmal wieder runter. Und dann geht es für mich eben an die nächsten 100 Bäume. Ach, das sieht so kacke aus, wie die hier in einer Reihe stehen. Ich bereue das so sehr, wie ich das am Anfang gemacht habe mit den Bäumen. Also ich werde bestimmt noch ein paar Mal in nächster Zeit darüber meckern, wie fürchterlich das aussieht. Aber nun gut, was soll's. So, wie geht's hier runter? Wollen ja hier nicht wieder irgendwie dramatisch runterfallen oder so. Das wäre ja ganz blöd. Ja, also Kühe. Ich habe ein bisschen Angst. Oh Gott. Kühe dann in den nächsten 2 Monaten. Gras wird wieder erntereif. Wir wollen das nächste Feld anpflanzen. Ich glaube, mit Sonnenblumen war das. Und sobald wir Sonnenblumen haben,
werden ja dann auch die, die Bienen auf jeden Fall ein Thema. Mir ist halt aufgefallen, wir brauchen 20 Bienenstücke, ne? Glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Brauchen wir 20 Bienenstücke. 20 Bienenstücke ist sau viel. Zumal man das auch echt jetzt finanziell nicht unterschätzen darf. Ich glaube, ein großer Bienenstock kostet 19.000, oder? Oder bin ich gerade richtig auf dem Plan? Ich glaube, 19.000 kostet ein großer Bienenstock. Das wird also auch nicht so ganz günstig. So, ich hoffe, ich mache ja keine Bäume, die ne, zu nah sind für die Landebahn. Genau, also das wird auch nicht so ganz günstig mit den Bienenstöcken. Das müssen wir auch so ein bisschen im Blick behalten. Aber ich glaube nach wie vor, Geld ist nicht unser Problem. Guti, also ich habe sau lange gequatscht hier zu Beginn des Videos, meine Güte. Oh. Mist, jetzt habe ich da drei hintereinander gemacht. Das wollte ich doch gar nicht. Egal. Gut, ich habe jetzt sau lange gequatscht hier direkt zu Beginn. Ich mache das jetzt schnell fertig mit den kompletten 100 Bäumen. Ich hoffe, dass der Helfer in der Zwischenzeit... Wie weit ist der? Wir können ja mal kurz gucken. Ich habe irgendwie gedacht, der hätte wenigstens schon das halbe Feld, aber es ist ja einfach noch gar nichts passiert. Oh mein Gott, dauert das lange. Naja, gut. Also vielleicht mache ich da noch ein Feld mit ihm, mit dem Tiefenlocker. Vielleicht schmeiße ich mich dann auf die 1 und Tiefenlocker die oder so, dass es da ein bisschen schneller vorangeht. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nichts anderes, was wir noch machen können in dem Monat. Also ich überlege jetzt nochmal so ein bisschen, ob mir noch was einfällt. Und ansonsten würden wir danach dann eigentlich auch schon wieder den Monat wechseln. Und gucken aber mal, ob wir im Februar dann überhaupt was zu tun haben. Aber jetzt, wie gesagt, pflanze ich erstmal fix die Bäumchen. Stehen wieder die 100 Bäumchen. Das ging doch mal wieder ratzifatzi. So, wir haben hier oben so eine wundervolle Halle stehen. Mensch. Und weil ich ja... Oh. Oh. Ich wollte gerade wissen, ob man da irgendwie hingehen kann. Das sieht voll krass aus hier irgendwie aus der Station raus. Aber es wäre eigentlich ein guter Ort, dass hier nochmal so ein Käsestück liegt. Aber hier liegt nichts. Leider. Naja, ich wollte gerade sagen, dass man diese Halle hier sehr gut nutzen kann, um die Baumpflanzmaschine hier stehen zu lassen. Weil diesmal bin ich so klug und denke dran, dass wir die hier behalten. Ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich vielleicht sogar einen Traktor dran lasse. Ja. Ich glaube, ich lasse den Traktor tatsächlich da dran. Also sonst bringt es nicht, dass ich die Pflanzmaschine umstehen lasse, muss ich ja trotzdem immer wieder fahren. So, unser Helfer ist hier ganz fleißig am Pflügen. Wunderbar, wie das läuft. Und hier haben wir jetzt unseren JCB. Also ich lasse jetzt mal den Anhänger hier einfach so stehen. Oh, ja, also ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal so fürs Gewissen. Ich schnapp mir jetzt den Tiefenlockerer. Ich mache nebenan jetzt das eine Feld neben meinem Helfer, sodass wir im Januar jetzt also wieder zwei Felder fertig haben. Und dann gehen wir schlafen im Februar. Im Februar machen wir nochmal das Gleiche mit dem Tiefenlockerern. Lockern. Und dann haben wir diese furchtbare Arbeit endlich hinter uns. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie noch was Sinnvolles machen können. Ansonsten war das halt heute nochmal so ein bisschen alles Mittel zum Zweck. Und die richtig spaßigen Sachen kommen dann halt erst... nächstes Mal wieder. Aber das wird dann wirklich richtig spaßig. Wenn man jetzt mal hier kurz guckt, in unseren Pflanzkalender. Also im Februar kann man noch nichts machen außer Baumwolle, aber wir wollen keine Baumwolle machen. Deswegen warten wir bis zum März und dann kommen die Sonnenblumen. Und Sonnenblumen machen wir auf die 4, 5, 6, auf diese drei Felder. Hier dazwischen kommen dann schön die Bienenstöcke. Also da gibt es dann auch wieder ein bisschen was
ein bisschen was Schönes mit der Feldarbeit. Und vor allem, wir müssen natürlich auch mal gucken, dann, wann unser Grasfeld wieder erntereif ist. Um ehrlich zu sein, bin ich da immer so ein bisschen, GPS hier rein. Da bin ich immer so ein bisschen, ja, verwirrt, sag ich mal. Also ich kann mir das immer nicht merken, wann jetzt das dann wieder erntereif ist und wie viele Monate da das im Winter jetzt nicht wächst. Und ach, das ist mir irgendwie alles ein Durcheinander. Also mal gucken, ob es dann vielleicht im, was ist das? Im März. Im März dann schon wieder erntereif ist. Oder ob wir tatsächlich noch irgendwie länger warten müssen. Aber gut. Also, ich teamlocker jetzt hier ein Feld mit. Ich hoffe, in der Zeit, in der ich eins schaffe, schafft der Helfer jetzt hier noch den Rest von seinem Feld 4. Mal gucken, ob wir da uns ganz gut ergänzen. Und wenn wir soweit sind, weil wir können einmal ganz kurz gucken, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Nee, da wollte ich nicht hin, sondern die Produktion. Unsere Gewächshäuser haben alle noch ausreichend Wasser. Das ist also alles fein. Ansonsten haben wir bisher keine Produktion. Unseren Tieren geht es hervorragend. Auch die haben noch ganz viel Futter. Da läuft alles super. Von daher, wir tiefenlockern jetzt einmal. Und dann... Ich kann hier einfach geradeaus weiterfahren. Das ist ja auch ziemlich cool. Mache ich jetzt einfach mal. Ja, ich fahre hier jetzt einfach geradeaus weiter. Mache einfach beide Felder in einem Schwung. Das ist sehr gut. Also, ich tiefenlocker jetzt. Und dann geht's für uns schlafen und in den Februar. Ich bekomme jetzt gerade die Meldung, dass mein Helfer die Arbeit erfolgreich erledigt hat. Können wir ganz kurz darüber sprechen, dass in der Zeit, in der mein Helfer ein Feld gepflügt hat, ich 100 Bäume gepflanzt habe und zusätzlich gerade auf der letzten Bahn von 2 Feldern bin, die ich getiefenlockert habe. Also, wenn das gerade mal nicht deutlich zeigt, wie viel besser Tiefenlockern als Pflügen ist, da weiß ich aber auch nicht.
Und dann hat er da hinten auch noch eine kleine Ecke stehen lassen. Ich glaube ja wohl nicht. Aber na gut, damit kann ich, glaube ich, leben. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so eine richtig gute Investition war. Wenn wir jetzt nebenbei voll viel zu tun gehabt hätten, irgendwie und richtig viel hätten ernten müssen oder keine Ahnung was, dann hätte man den wahrscheinlich in Ruhe pflügen lassen können. Aber, also da bin ich ja wirklich, ich bin ja 10-mal schneller, wenn ich das selber mache. Ja, also wir fahren jetzt in die Bahn noch zu Ende. Und dann haben wir nur noch ein einziges Feld vor uns, was gepflügt bzw. getiefenlockert werden muss. Und dann sind wir da endlich durch. Also, ich würde sagen, habt ihr übrigens diese komische Pflanze auf dem Feld da vorne gesehen? Was ist das? Warum ist da so eine Pflanze, die irgendwie einfach auch nicht weggeht? Aber die sieht auch richtig komisch aus, nicht wie eine normale LS-Pflanze. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Naja, ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt schlafen. 10.10 Uhr, kann man ruhig mal schlafen gehen, wa? Wir gehen jetzt schlafen, huschen in den Februar. Und im Februar werden wir dieses Feld hier einfach noch zusammen mit dem Helfer tiefen lockern. Also wir lassen ihn einfach auf einer Seite, glaube ich, anfangen mit Flügen und ich tiefen locker einfach währenddessen. Ich glaube, dann kommen wir so am schnellsten durch. Aber ja, erstmal fix schlafen. Und dann können wir halt auch nicht mehr im Februar tun. Also ich glaube, ich werde dann heute nicht nochmal schlafen gehen. Ich werde es dann beim Februar belassen. Werde vielleicht auch eure Kommentare abwarten. Und werde nochmal überlegen. Aber so wie ich das einschätzen würde, würde ich sagen, wir gehen dann im nächsten Video, starten wir direkt mit Schlafen, starten so, dass wir direkt in den März reingehen können und dass wir direkt unsere nächsten Felder ansehen können. Ich muss sagen, ich bin auch so langsam ein bisschen, ich will jetzt auch endlich. Ich will jetzt auch wirklich endlich anfangen, wieder Sachen anzusehen und so. Mir hängt gerade so dieses nur Bäume anpflanzen und Tiefen lockern. Das hängt mir gerade ein bisschen zum Hals raus. Das muss ich ganz ehrlich sagen hier. Das ist jetzt hier alles so ein bisschen auf einmal. Deswegen ist das ein bisschen viel. Aber es ist jetzt wirklich schön, dass wir nur das eine Feld haben und dann haben wir es einfach komplett geschafft. So, und dann sind wir einfach durch mit dem Tiefen lockern. Zumindest für die nächsten 3 Male. Also bis dahin dauert es ja dann echt noch eine Weile, ehe wir das nächste Mal machen müssen. So, ich setze jetzt den Helfer hier an, auch wenn ich glaube, der Helfer schafft so wenig nur im Vergleich zu dem, was wir in der Zeit schaffen werden. Aber gut, was soll's. Er soll sich nicht so hilflos, also, oder nee, so nutzlos besser gesagt fühlen. Deswegen lassen wir ihn jetzt hier pflügen. Und ja, ich mache jetzt hier weiter. Ich fange von der Seite an. Und werde tiefen lockern. Warte mal, das ist ja, warum will ich denn so eine komische Spur fahren? Das ist ja quatschig. Können uns da ja auch ein bisschen schöner hinstellen, wa? Genau, ich werde von der Seite das jetzt hier machen. Und dann lassen wir noch mal ein bisschen Revue passieren und überlegen, ob wir noch irgendwas Sinnvolles machen können, bevor es dann quasi schon wieder schlafen geht. So, kleiner Helfer, vielen Dank für deine Arbeit. Hat er ja gut was geschafft, sagen wir jetzt einfach mal so. Auch wenn hier wieder eine kleine Ecke steht, warum lässt denn der immer so kleine Eckchen stehen hier? Ich weiß nicht, ob ich das... Hallo, senken? Oh, falsches... Was drücke ich hier für Tasten? Falsches Gerät. So, war so eine kleine Ecke, damit kann ich ja nicht gut umgehen. Naja, hat er mir hier ein paar Bahnen erspart, ist doch subi. Den lassen wir jetzt einfach mal hier stehen. Und die letzte Bahn kann ich dann jetzt auch noch hier zu Ende fahren. Mit einem tiefen Lockerer. Und ich traue mich ja kaum, es zu sagen. Aber wir haben es...
Wir haben es geschafft. Wir haben das Tiefenlockern auf der gesamten Map geschafft. Dass ich das noch erleben darf. Oh, also, ich bin ganz ehrlich, das hat mich mehr Nerven gekostet, als ich gedacht hätte. Also, boah, es war schon jetzt ein bisschen nervig, alles zu Tiefenlockern. Aber wir haben es jetzt durch. Das ist gut. Und ja, wir können ja mal schauen. Ich meine, mal gucken, wie lange. Also, mal gucken, wenn das nächste Mal die Felder nach 3 Jahren getieflockert werden müssen, wie das dann. Aber das wird ja dann nicht alles gleichzeitig sein. Ne? Dadurch, dass wir ja auch immer Früchte anpflanzen, die in unterschiedlichen Monaten geerntet werden, werden ja nicht alle Felder gleichzeitig wieder flugbedürftig, so nenne ich es jetzt mal. Von daher ist es in Ordnung. Also, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich irgendwas übersehe und irgendetwas vergesse. Oder ob wir tatsächlich in der nächsten Folge eiskalt den Februar überschlafen und sofort wieder ins Bett gehen. Und dann einfach mit voller Euphorie in den März starten und Felder anpflanzen und düngen und striegeln und Bienenstöcke bauen und was uns alles noch so in den Sinn kommt. Ja, weil aktuell tendiere ich da definitiv richtig, richtig stark zu. Natürlich auch wieder zum Bäume pflanzen, ist ja klar. Heute haben wir die Hälfte der Bäume geschafft. 500 Stück stehen jetzt. Und dann können wir mal so ein bisschen gucken, ne? Dass man hier dann irgendwann auch mal anfängt, ein bisschen die Produktionen zu füttern, sodass wir hier jetzt mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und nicht nur mit so stupider Feldarbeit beschäftigt sind. Das fände ich eigentlich ganz gut. Ich stelle den Tiefenlockerer jetzt einfach mal hier vorne irgendwo ab, weil, obwohl, warte mal, das Grasfeld wird ja nicht mehr. Ich stelle jetzt einfach mal so hier ab, weil theoretisch müssten ja die 3 Felder dann die nächsten sein, die wieder getiefenlockert werden müssen. Mal gucken, das habe ich bestimmt schon wieder 10-mal vergessen, dass der da steht, wenn es wieder soweit ist. Ja, wunderbar. Ansonsten, ihr wisst, wie es läuft und wie es immer ist, ne? Schreibt mir in die Kommentare, wenn euch irgendetwas einfällt, was ich anders machen soll, was ihr anders gemacht hättet, was ich übersehe, was ich vergesse oder sonst was. Ich kriege da immer wieder sehr, sehr gute Denkanstöße von euch. Und ihr hört es ja auch immer wieder. Ich erzähle auch immer von wegen, oh, das schon in den Kommentaren, das schon in den Kommentaren. Also nee, ich freue mich da mal riesig, euer Feedback zu dem ganzen Projekt zu lesen. Ich stelle jetzt mein JCB einfach mal hier vorne ab, so dass wir da sozusagen beim nächsten Mal wieder locker flockig starten können mit dem. 235.000 auf dem Konto, das heißt also, das Geld für die Bienenstöcke wäre auf jeden Fall da, die wir dann schon zu unseren Sonnenblumen stellen können. Und ansonsten bin ich zufrieden. War heute auch jetzt wieder nicht der absolut spannendste Inhalt. Ne, ihr wisst ja, wie es ist. Tiefen lockern, Bäume pflanzen, unser täglich Brot. Aber ab nächster Woche geht es dann wieder richtig voran. Ab nächster Woche wird es dann alles wieder auch ein bisschen spaßiger und abwechslungsreicher. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer sehr über euren Daumen nach oben. Wie gesagt, alle Gedanken sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten YouTube-Video wieder.